Soeben hat uns eine tolle Meldung erreicht. Als Reaktion auf den Krieg werden ab sofort jegliche Waffenverkäufe in der Schweiz gestoppt. Toll. Also nicht ganz. Ja. Es ist jetzt nicht die Schweiz, die stoppt, sondern genau genommen ist es Lidl-Schweiz. Und es geht nicht um richtige, also es geht um Spielzeugwaffen, sind wir ehrlich. Ja. Der sympathische Detailhändler streicht ab sofort sättige, ja, Schaumstoffpatronen verschießende Plastikpistolen. Mir ist ja bekannt, dass die Theorie gibt, dass Kinder mit Spielzeugwaffen eventuell anfangen, Krieg zu spielen. Nicht zuletzt, um auch Kriegsbilder vielleicht zu verarbeiten. Aber die Theorie, dass durchgeknallte Diktatoren anfangen, Frieden zu spielen, nur weil es im Lidl keine Spielzeugwaffen mehr gibt, das ist mir jetzt nicht so ganz bekannt. Aber gleich, immerhin haben wir endlich mal schaumstoffhärte Sanktionen aus der Schweiz. Und komm, Kommentare unter dieser Meldung sind durchaus positiv. Ja? Überhaupt Waffen, die heutigen Kinder können damit nicht umgehen. Das beobachte ich immer wieder bei uns im Quartier. Hm? Genau, so ist es. Und nicht nur die Schweizer Kinder wissen nicht mehr, wie mit Waffen umzugehen. Sind wir doch mal ehrlich, wir Erwachsenen sind zwar jetzt alles diplomierte Virologinnen, aber unser Wissen über ja, unsere modernen Waffensysteme hat schon ein bisschen gelitten in den letzten 2 Jahren. Und damit auch unsere Selbstverteidigung. Ja, shit. Was machen wir? Was machen wir, wenn es so weit ist und der Russe überkommt? Hm? Weil viele stellen sich ja unsere Armee, unseren Grenzschutz, etwa so vor. You shall not pass! Boom, ja. So ist es aber leider nicht. Ja. Laut einem internen Imagefilm, den wir bekommen haben vom Schweizer Militär, sieht es dann eben leider so aus auf der Grenzbrücke. Ja, herzig, oder? Da schlottert natürlich jedem Eindringling die Knie. Vor Lachen. Ja? Mit dem Ukraine-Konflikt ist also auch das Thema Landesverteidigung und somit auch die Schweizer Armee wieder in den öffentlichen Fokus gerückt in den letzten Wochen. Und damit auch unser Armeechef und Korpskommandant Thomas Süssli. In der Schweizer Medienlandschaft macht er regelrecht Territorialansprüche geltend. So häufig, wie er sich geäussert hat in den letzten Tagen. Aber jetzt mal Klartext, Herr Korpskommandant. Wie sieht es denn aus mit der Bedrohungslage für unsere Schweiz? Armeechef ruft zu Gelassenheit auf und rät, Notvorrat zu halten. Okay. Also locker gelassen bleiben, aber schon ein Notvorrat. Hä? Das tönt jetzt so ein bisschen nach. Aber was hat denn so ein Korpskommandant selber in so einem Notvorrat? Wir haben genügend Getränke, genügend Wasser. Wir gehen ab und zu noch campieren, darum haben wir einen Campingkocher. Wir haben auch immer Feuerholz für Schminne. Ja, super, oder? Wasser, Holz, Campingkocher habe ich auch. Jetzt muss ich nur noch irgendwo Schminne einbauen. Dann ist alles gut. Ich bin sehr erleichtert, hätte nicht nur WC-Papier aufgezählt, da wäre wieder etwas los. Aber immerhin, 360'000 Schutzkeller stehen der Schweiz zur Verfügung. Herr Süssli, sind die ready? Eben muss ich dann mal überlegen, was in diesen Schutzkellern ist. Teilweise heute sind das Vereinslokal oder für Musikgruppen ein Übungslokal. Man muss sich wirklich die Frage stellen, könnte man den wieder einrichten, dass er dann auch funktioniert? Ja, scheiße, hä? Vereinslokal und Musikgruppe. Da muss man sich im Ernstfall entscheiden, Atomtod oder Guckenmusik. Müsste ich ein bisschen länger überlegen, ganz ehrlich gesagt. Da sind wir neidisch auf unsere Nachbarn. Die Österreicher sind da besser dran. Die haben immerhin schon mal die meisten Kinder im Keller untergebracht. Also komm, fassen wir zusammen. Was muss der Süssli zugeben? Mit unseren heutigen Mitteln wäre nach ein paar Wochen Schluss. Ja. Das ist jetzt sehr pessimistisch formuliert. Genau der Satz hat es auch geheissen am Anfang von unserer Sendung Deville. Und wir sind immer da. Ja. Aber beim Gedanken an Aufrüstung kommen die Bürgerlichen natürlich dann schon feuchte Augen über. Wir müssen darüber sprechen, wie viele Formationen, Panzerformationen und Artillerieformationen wir nötig haben, damit wir einen auch Zangenangriff zum Beispiel verhindern können. Also den Verteidigungsfall, den müssen wir konkret ins Auge fassen. Und neue Panzer wären cool, aber schon die so im Wasser fahren können. U-Boote im Bodensee wären jetzt wichtig. Und die geilen Helis mit den 2 Propellern, wo man so ein Auto unten dran hängen kann, wie im Rambo 3. Und schnaufen, nicht vergessen, Herr Ständerat. Schnaufen, ja. Ruhe bewahren und mal vielleicht eins jassen. Hm? Zum Beispiel im Vereinslokal, in Ihrem Luftschutzkeller.
Aber es ist halt so, gerade zwei Blitzmotionen für mehr Armeegelder sind im Parlament eingereicht worden. FDP-Präsident Thierry Burkhardt hat seine bereits am 28. Februar parat gehabt, also 4 Tage, bevor die ersten Schweizer Hilfsgüter überhaupt z.B. in der Ukraine eingetroffen sind. Das ist keine Blitzmotion, sondern eine regelrechte Blitzkriegmotion. Ich fordere, dass die Schweiz mehr Mittel zur Verfügung stellt für unsere Schweizer Armee. Das heisst, aufstockt von 5 auf 7 Milliarden Schweizer Franken. Zweitens eine Aufstockung des Zollbestandes auf 120'000 Männer und Frauen. Mittelfristig dann auch noch mehr. Da wird gefordert. Und da muss man schon fragen dürfen. Ja, der ist ein bisschen mehr sein. Der ist ein bisschen mehr sein. Nein, so geht es aber nicht. Ein bisschen mehr muss es schon sein, hat Thierry gesagt. 7 Milliarden Franken will er, und zwar sofort. Was meint zu diesen 7 Milliarden Franken und sofort? Was meint da unsere Verteidigungsministerin dazu? Selbstverständlich will ich euch, ich als Verteidigungsministerin, nicht jetzt für das Jahr 2022 auf einen Klopf 2 Milliarden mehr. Das wäre nicht seriös. Ja, ich weiß nicht, ob ihr es verstanden habt, aber unseriös wäre es, meint Viola Amherd. Unseriös. Zuerst müssen wir ja wissen, was wir mit dem Geld überhaupt kaufen wollen. Weil die Linke, die finden zwar, man müsste zuerst eine umfassende Sicherheitsanalyse machen. Wir sind ja gerade voll im Kampfjet-Shopping-Fieber. Da geht ja schon mal sehr viel Budget weg. Und es kommt ja auch immer wieder die Frage auf, ob denn die Jets im Ernstfall wirklich würden Sinn machen. Dass man jetzt so eine Luftüberlegenheit hat, von der russischen Seite aus, hat nicht einfach damit zu tun, dass sie jetzt ganz viel mehr von ganz viel besseren Flügern haben, sondern dass die ukrainischen Flüger schlicht einfach nicht mehr starten können. Wenn ich jetzt ein Angreifer wäre, würde ich vermutlich auch versuchen, die Fähigkeit möglichst schnell zu zerstören. Balthasar Glättli. Der Aggressor, der krasse Zerstörer. Ja. Das ist Agent 00CO2. Ist er. Aber es ist ja klar, dass er als Grüne zuerst die Flughäfen und Jets gerne zerstören. Das ist schon klar. Aber mit was will der Balthasar das denn machen? Mit Kampfvelo? Oder wie will er das machen? Also doch höchste Zeit zum Aufrüsten, oder, Kommandant? Sie haben jetzt vor das Wort Aufrüsten gebraucht. Ich würde das eigentlich nicht brauchen. Ich würde nicht Aufrüsten brauchen als Begriff, sondern wir tun tatsächlich die Fähigkeiten, die in den letzten Jahren keine Priorität hatten, tun wir jetzt wieder auf das Niveau bringen, was braucht, eben um den Verteidigungsauftrag können wahrnehmen. Also, zuerst mal auf ein Niveau bringen, um sich überhaupt irgendwie zu verteidigen. Ich fange schon mal an, meinen Schutzkeller auszuräumen, so viel ist klar. Aber es ist so, das sind Zahlen. Die Schweiz kann zwar innerhalb von 10 Tagen 35'000 Soldatinnen und Soldaten aufbieten, aber die Soldaten, die müsst ihr euch jetzt nicht vorstellen, dass die dann da stehen wie der Chuck Norris. Ja? Sondern eher so Chuck Glättli sind die. Wenn der Chuck Norris in eine Steckdose reinlängt, dann kommt der Strom einen elektrischen Schlag über. Wenn der Glättli in eine Steckdose reinlängt, dann kommt der Strom eine Klimakompensation über. Und wenn dann die Sirenen heulen, müsst ihr euch vorstellen, dann müssen ja alle da unsere Milizarmee, muss ja das erste Mal ihre ganze Militärplunder zusammensuchen. Wissen die noch, wo der Plunder ist? Keine Ahnung. Hinter der Skirüstung im Keller, Sturmgewehr irgendwo. Aber das hat dann natürlich keinen Verschluss, weil den muss man dummerweise separat aufbewahren. Ah, der liegt im Estrich. Also im Estrich von der Ex-Frau, blöd. Ja, die Munition, die hat man vor 3 Jahren mit der alten Batterie im Elektroschrott entsorgt. Natürlich den Schlafsack, ja, hat man beim letzten Festival mit dem Billigzelt direkt abgefackelt. Und der Helm, der müsste noch irgendwo, der Helm, den haben wir ja im Sohn mitgegeben für die Theateraufführung. Ja, der sieht dann eben so aus. Ja. Das heisst, wenn der Ernstfall eintritt, geht das erste Mal die halbe Schweiz in Transa neue Ausrüstung kaufen. So sieht es aus. Und da ist man dann eben froh, wenn man wenigstens mal vielleicht Gummizäpfe hat zum Verschießen. Ob es jetzt schlau ist, Kind abzurüsten und die Erwachsenen dafür aufzurüsten, das kann und will ich in diesen Zeiten nicht beantworten. Was ich aber weiss, ist, dass wir von Thomas Süssli noch sehr viel werden hören in den nächsten Tagen. Achtet euch drauf. Der Thomas Süssli ist ja mehr in den News als der Bärsi. Ich würde schon fast sagen, Süssli ist der neue Bärsi. Einfach in Camouflage statt in Rot. Er sieht ja auch ein bisschen aus wie der Bärsi. Es fehlt eigentlich nur noch ein schöner Hut.
Schöner Hut. Aber ich sehe es schon kommen. In den nächsten zwei Jahren, wisst ihr, was wird passieren? In den nächsten zwei Jahren wird der Süssli jetzt jeden Mittwochnachmittag eine Pressekonferenz im Fernsehen von der ganzen Nation abhalten. Ja, ja. Wie der Bärsi. Dann wird er natürlich, ist klar, ein Buch schreiben, wie der Bärsi, ja, wie ich die Kriege erlebte. Und dann, so wird es passieren, kommen private Panzerfahrten in Schwarzwald ans Licht. So wird es sein, ganz sicher. Was heisst, wir werden uns daran gewöhnen müssen, noch weiterhin in den News mit unappetitlichen Kriegsbildern konfrontiert zu werden.